Soll ich meinen Vlog oben auf dem Dach starten oder hier im Hotelzimmer? Also bisher ist es ein einstimmiges Ergebnis. Helf mal, erstmal die richtige Location suchen. Hier oben ist ein bisschen windig. Jo Leute, willkommen zu meinem zweiten Tag von Lissabon. Heute mache ich hier eine 24 Stunden bestimmt Instagram mein Leben Challenge. Dazu habt ihr ja schon die erste Umstimmung gesehen. Es ist ein bisschen windig hier oben, aber es ist eine mega geile Aussicht und ich werde nachher hier auch noch ein cooles Video aufnehmen. Bei Instagram ist gerade die Abstimmung gerade ziemlich knapp. Es ist 50-50, deswegen habe ich mir einfach ein bisschen was zu essen geholt. Und ja, das ist nice hier. Ich bin gerade wieder mal auf dem Dach oben, einfach weil es hier einfach so mega chillig ist. Es ist mega warm und es ist voll geil, weil die Sonne ist auch so hell. Leider habe ich meine Sonnenbrille noch nicht dabei, aber ich springe sicherlich die nächsten paar Tage mal hier rein. Stimmt mal ab, Instagram. Ich mache jetzt kurz eine Umfrage auf Instagram. Hier oben und wir haben einen guten oder sehr guten Ausweg auf den Tejo-Fluss. Ja, ein großer Fluss. Bei uns sind die Flüsse immer so klein. Das ist ein großer Fluss. Eine Sache, die mir hier an Lissabon echt auffällt, ist, dass ich hier überall Instagram-Bilder machen kann. In jeder Ecke kann man Instagram-Bilder machen. Die Leute, die hier so in Lissabon wohnen und so weiter, können wirklich an jeder Ecke Instagram-Bilder machen. Auf jeden Fall, hier ist erstmal die Tür. Auf jeden Fall, hier ist die Tür, hier kommen wir rein, da sehen wir auch gleich uns und ist schon mal ganz cool. Da haben wir übrigens so einen Riesenspiegel, der geht fast bis ganz oben. Übrigens ist ja extrem viel Platz nach oben. Dann haben wir einfach das normale Hotelzimmer, wo zwei Betten sind, einmal so ein normales und einmal so ein Sessel, das zu einem Bett umgebaut wurde. Mega komisch. Auf jeden Fall, da haben wir ein Bild hinten, hier haben wir Koffer, eine kleine Sitzecke oder sowas. Ein Kühlschrank, was haben wir denn da drin? Okay, ein paar Snacks und ja, okay, ein paar Sachen auf jeden Fall. Und einen kleinen Fernseher. Das ist so einer der kleinsten, die ich bisher hatte im Hotelzimmer. Aber da will ich mal nicht meckern. Dann haben wir ein cooles Licht, ein Bett. Und dann haben wir hier eine Aussicht, wo wir auf die Straße gucken können, beziehungsweise auf parkende Autos gucken können. Und vielleicht steht hier irgendwo mal ein Tesla dabei und ich will einen Tesla sehen. Hoffentlich steht hier irgendwo ein Tesla rum. Bisher habe ich noch keinen gesehen hier in Lissabon. Und ich glaube, das krasseste von den ganzen Hotelzimmern ist eigentlich das Bad. Und es ist mega geil. Und ihr hört schon, es ist ein bisschen halliger. Da haben wir einen coolen Spiegel. Hallo. Und da haben wir auch einen coolen Spiegel. Hallo. Und da haben wir eine mega große Dusche. Ich habe den Spiegel gerade nicht gesehen. Auf jeden Fall mega, mega fresh hier. Eine geile Toilette und sowas und Handtücher und noch vieles andere. Und da ist ein Tim. Es ist geil, Leute. Es ist einfach geil.